Jetzt stehen wir vor der Pizzeria San Marco. Dann lass uns mal rein. Neben mir steht der Besitzer. Alfonso Antonio. Ich komme aus Italien, oder? Ja, ich bin aus Süditalien und die Stadt Kalabrien. Also ich komme aus Pakistan und Türkei. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Eltern kommen aus der Türkei. Algerien. Aus USA. In Polen. Türkei. Aus der Türkei. Fühlen Sie sich denn auch selbst hier zu Hause? Ja, zu Hause ist eigentlich, ich habe auch Probleme manchmal. Ich habe Kind. Ja, zu Hause ist halt am schönsten, aber hier fühlen wir uns natürlich auch wohl. Ja, ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, die Straße, das ist gut, Freunde. Ja. Wann sind Sie denn nach Deutschland gekommen? 1979, 33 Jahre. Circa 13, 14 Jahre. 20 Jahre. 4 Jahre seit 2007. Wer sind denn Ihre Gäste? Also sind das eher Jugendliche, Erwachsene oder etwas? Eigentlich Junges, Alten, alles was möglich. Die Jungs, die brauchen immer was, Kleinigkeiten oder kleine Hamburger oder was ist mit Gyros. Aber die Alten, die brauchen was mit Schnitzel, Pizzen, Nudeln, Spezialitäten, Hexen, so weit. Was ist dein Lieblingsessen? Italienisch und Chinesisch. Couscous. Döner. Börek. Börek, Köfte. Essen so gerne Döner. Türkische Spezialität und Grillsachen. Pommes. Tomatensuppe. Fisch. Haben Sie hier schon immer in Mülheim gearbeitet oder? Nein, insgesamt, ich habe Köln sehr viel gearbeitet, aber Mülheim, ich wohne hier Kolbstraße und arbeite ich auch hier schon. Gefällt mir. Und was denken Sie so über Mülheim? Wie finden Sie das hier? Gefällt Ihnen das? Ja, das ist okay, gefällt mir. Ja. Was gefällt Ihnen denn besonders hier? Ja, die Arbeit und diese Leute in Mülheim, die Leute sehr freundlich. Das gefällt mir. Hier sind halt viele Ausländer, ne? Hier sind ja nicht nur Deutsche und von daher fühlt man sich hier auch nicht so, als ob man die Einzige wäre. Ich weiß es nicht, hier wollen sich manche Leute einfach nicht integrieren. Woran merkst du das denn? Also, ich weiß nicht, sie sagen einfach scheiß Deutschland, leben hier, aber ja. Und das findest du nicht gut? Ja, das finde ich nicht gut. Okay, wegen Nationalitätskonflikten hatten sie da irgendwie mal Stress? Ab mal zu. Wie ist das so in der Kalbstraße? Findest du, das Zusammenleben klappt da gut? Ja, das klappt schon gut, aber zwischendurch Schlägereien, das ist normal, gehört halt, die Ghetto-Straße ist so. Schlägereien zwischen Türken oder Deutschen? Ich meine, Nazis und so, ist halt so, ja, sie haben nur auch Züge gemacht. So. Wie ist das da so in der Schule? Gibt es da auch viele Ausländer oder auch viele Deutsch? Da sind eigentlich die meisten Ausländer. Und klappt das alles so mit den Nationalitäten oder gibt es da öfter mal Streit? Nein, eigentlich passt das alles. Und was denkst du so über Integration? Was meinen Sie jetzt mit Integration? Integration, wie wir das Zusammenleben finden. Denkst du, du könntest auch einen richtig guten, besten Freund haben, der auch Deutsch ist? Ja, wieso? Hauptsache ist ein Mensch und der versteht mich. Und der soll kein Nazi sein. Gut. Aber Italien ist was anderes. Was ist denn daran so anders? Ja, komplett Familie, komplett Mutter, Vater, Cousin. Das andere was zum keine Rechnung, keine Post, keine Finanzamt. Gab es da einen Unterschied zwischen Deutschland und Türkei? Einen großen. Welchen denn? Ja, also die Straßen sind nicht so sauber. Also da, wo ich herkomme, so, ich komme aus dem Osten. Und die Menschen, wie sind die da? Nett. Netter als hier? Ja. Und wie war das denn am Anfang, als Sie hingekommen sind mit der Sprache und den Leuten? Geht nachher langsam. Wenn hast du eine süße Mädchen, Freundin, dann lernt für dich schnell. Was hatten Sie? Hatten Sie eine süße Freundin, die Ihnen das beigebracht hat? Ja, hab ich schon. Wir alle haben jetzt viele unterschiedliche Eindrücke von dem Leben hier in Mülheim bekommen. Den Jugendlichen ist schon oft aufgefallen, dass es schwer sein kann, mit Menschen aus anderen Kulturen zusammenzuleben. Doch wir alle sollten versuchen, uns das Leben etwas leichter zu machen, indem wir alle respektieren und das Leben einfach genießen. Vielen Dank.